auszurichten fürs nächste Element. Ach, verdammt. Oh, will da jemand frech werden? Ah, nein, nein. Boom! Zu nah dran. Ja, hallo Freunde, hier ist wieder euer Anime-Fan, wieder mit Diamond Space in einer Troll-Map. Mal schauen, was uns diesmal erwartet. Oh ja. Und wieder mit Schnee, deswegen hoffe, dass alles gut läuft. Oh, der erste Punkt, ich habe ihn direkt gefunden. So, Freunde, okay. Spiralbereits, hoffentlich funktioniert das, das werden wir gleich sehen. Der erste Punkt ist oben links, das heißt... Normal würde ich sagen, den grünen Wallreiter hoch. Okay, es geht schon gut los, wenn ich das da sehe. Ja. Wow. Das wird wieder schwer. Ist halt die Jahreszeit, wo der Schnee im Spiel ist. Die Woche. Schauen wir, ob das funktioniert. Und. Wow. Wow. Komm schon, nicht überdrehen. Nein. Ich sag ja, sau schwer mit Schnee. Oh, der sieht gut aus. Komm, halt dich, Baby. Ja. Oh, perfekt geflogen. Wenn jetzt hier nicht der Punkt ist, flippe ich aus. Der Punkt ist oben. Ach, da ist ein Speed. Ich traue den Speed nicht. Ganz langsam, Freunde. Und ich näher mich dem Signal. Ja, hier ist der Punkt. Wunderbar. Sehr schön. Punkt Nummer 1 eingesammelt. Wow, da kommt gleich noch so einer. Wow. Jetzt nach unten. Ja, da ist der nächste Mal der Punkt. Wunderbar, läuft doch. Oh, das sieht aus, natürlich übertrieben. So, es geht weiter hier auf den Erdboden. Oh, das sieht auch gleich nett aus, Spiralen. Das hier ist immer wieder ein bisschen rumgefahren. Um uns auszurichten fürs nächste Element. Ach, verdammt. Oh, will da jemand frech werden? Ah, nein, nein. Boom! Zu nah dran. So, okay. Ein bisschen Troll muss sein. Wunderbar. Das Feuerwerk hat ihr Glück gebracht. Sie fährt nach oben. Yay. Oh. So, und jetzt ist der Punkt oben. Das heißt, dahin muss ich. Ja, yippee-yay. Ich schätze mal, die hat die Spirale extra hier gebaut. Ich hoffe mal, Spiralen funktionieren im Schnee. Theoretisch, die muss man da ja nicht lenken. Woo! Ja, es scheint richtig zu sein. Zumindest geht es jetzt aufwärts. Wow. Okay. Ärgerlich. Also machen. Ich hoffe, das funktioniert jetzt mit Vollgas, weil sonst gibt es ein Problem. Wobei der fährt relativ zügig hoch, das gefällt mir. Wow, okay. Das klappt sogar zu gut. Wow. Das hat mich gerade ein bisschen überrascht. Wow, okay. Man sollte übrigens in die Spirale nicht lenken. Sonst ist man schneller raus, als man gucken kann. Auch nicht geschafft? Nee. Nicht, dass es mir nicht leid tut. Da tut sie vielleicht schon, aber nicht weh. So, okay. Ich weiß jetzt, was mich oh.
beobachtet. Das heißt, nein! Wow! Schon? Und schon wieder hier oben. Bist du immer noch nicht hier hochgekommen? Nee, ich verhunger da immer irgendwie elendig. Ah, jetzt. Jetzt wäre Runterstoß interessant gewesen. Ja, ich bin oben, endlich. Oh, oh. Ah, okay. Okay. Kann das sein, dass das hier eine Verarschung ist? Okay. Das ist assi. Der Spawnpunkt ist assi. So, dann fahren wir mal hier lang, meine Freunde. Mal schauen, ob das hier besser aussieht. Ja, das sieht doch direkt viel besser aus. Übrigens, der Weg, den wir gefahren sind, ist falsch. Ja, ich hab's auch gemerkt. Du musst diese rote Rampe da hochfahren. Der Punkt ist in die Richtung. Ist jetzt die Frage, die hier oder die hier? Wow, fliege ich hoch. Ja, gucken, ob sie richtig landet. Und das kurz vorm Punkt. Ach, das war herrlich. Man könnte sagen, das war die Rache oder sehr seltsam. Okay, da ist schon der nächste Punkt. Jetzt läuft es. Wie viel haben wir eigentlich? Ach, den Drittel haben wir schon. So, und jetzt ist der Punkt wieder unten. Ah, der Punkt war zum Glück einfacher als die weiße Spirale, würde ich sagen. Das ist ja schon. Ja, das stimmt allerdings. Boah, wie der durchdreht beim Beschleunigen auf Schnee und Eis. Okay, da ist wieder. Jetzt ist der Punkt wieder oben. Jetzt ist die Frage. Da oder da? Grün waren wir ja schon. Dann fahren wir mal den gelben lang. Mal schauen, ob das was bringt. Die müsste jetzt auch, glaube ich, gleich hier kommen. Ja, so fällt sie. Oh. Na gut, ich explodiere. Ha! Nicht getroffen. Oh, das ist der falsche Winkel, oder? Ja, das war der falsche Winkel. Da wollte ich nur schnell weg. Hä? Okay. Der Respawn sagt mir, okay. Ich vertraue mal den Respawn, aber ich traue den eigentlich nicht. Gibt auch viel Sinn gerade. Weil der Respawn sagt mir, ich soll auf die Orange hochfahren. Ist das jetzt ein... Das war ein heißer Fochts. Uiuiuiui. Ist genau hinter mir eingeschlagen. Hey, 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 hey. Und. Ja, perfekt. Was mache ich jetzt? Vollgas fahren oder. Nein, da geht es einmal gerade. Und dann wieder hoch. Ach du Scheiße, auf Schnee. Wow. Aber ich würde sagen, das ist der richtige Weg. Okay, wir probieren es aus. Auf Schnee ist das heftig. Weil du einmal gerade werden musst und dann wieder hochziehen musst. Ich sag, ohne Schnee wäre es total einfach, aber mit Schnee ist das eine Herausforderung, Freunde, die müsst ihr auch mal probieren. Okay, verkackt. Wow. Oh, ich hab's. Und? Boah. Und, ist da oben der Punkt? Nope. Du springst einfach hin, nicht. Auch geil. Ja.
Au. Das war ein Headshot. Aua. Jetzt die Frage, wo müssen wir denn, wenn du da oben ins Nichts springst? Der Punkt ist... Da. Würde ich sagen, müsste das eigentlich das da sein. Ich habe eine Beschleunigung bei dir gehört. Ich hoffe mal, dass es hier drin ist, was ich denke. Ja, hier ist auch die Beschleunigung. Woo! Ich würde sagen, wir müssen da oben irgendwie rausspringen und auf die Straße landen. Ich glaube, das ist sogar die schwarz-gelbe Tube. Lass uns mal überraschen. Bin mir nicht sicher. Au! Die Straße ist aber doof gesetzt. Ach, doch nicht. Das ist sie nicht. Boah, dieser Spawnpunkt ist ein Troll. Das nervt immer rumzuschwenken. Da schießt er nach oben. Okay, hier muss ich auf jeden Fall raus. Okay, ich weiß jetzt, wo ich hin muss. Da fliegt etwas raus aus der Tube. Okay, muss man rechts oder links raus? Ich bin jetzt einfach mal gerade gefahren und das scheint fast richtig zu sein. Ja, oh, ganz gerade. Okay. Da sehe ich den Schatten. Der müsste jetzt hier landen. Yes. Nein! Ich wollte dich nicht runterrammen, das sah nur so aus. Ja, ja. Und da ist der Punkt. So, und den nächsten Punkt. Die Hälfte haben wir. Ist der Punkt hier unten? Ganz unten oder da? Nee, der ist hier auf dieser. Nee. Genau. Wäre ich fast auf ihr gelandet. Ist er wieder hier unten? Ich glaube, aus dem Platten. Bumm! Jetzt ist der Punkt oben. Jetzt gehe ich mal von aus, dass... Jetzt sind wir vor der weißen Spirale. Soll ich ihm jetzt trauen oder soll ich ihm nicht trauen? Und... Ja, ich glaube, jetzt sind wir hier richtig. Okay. Ach, du hast ja eh das Problem, hier hinten zu springen. Oh, da wollen wir uns mal angucken. Sah nice aus. Bisschen Abbruch in der B-Note, aber... Ja. Nein! Ich hätte nicht so viel bremsen sollen. Ah. Oh, Gott. Vollgas! Nein! Das erste Mal, dass es mir nicht gelungen ist. Freedival. Aber ich sag mal, bei solchen Maps hat der Schnee noch eine extra Würze. Und bin oben. Mehr schlecht als recht, aber. Andersrum. Ah! Ja, schauen wir uns mal an. Einen Sprung von ihr. Schön live in der Aufnahme, bitteschön. Ja. Was haben wir denn da? Oh, da ist einer live in die Aufnahme reingekommen. Wunderbar, High Scorpion Place. So, da kommt sie wieder und sie fliegt. Ach, und verhungert. Ich frage mich, warum es dir nicht gelingt. Du musst einfach nur Vollgas fahren. Ja, tue ich ja auch, aber irgendwie möchte mein Auto nicht.
Siehst du, Glücksschüsse haben ihr Glück gebracht. Den Unterboden penetriert und dann hat funktioniert. Dann wollen wir mal gucken. Aber scheint der richtige Weg zu sein. Wieso weichst du der Annäherungsmine aus? Alle haben sich gerade auf die Explosion von dir gefreut. Nicht hochgekommen? Der Troll hat nicht funktioniert. Nein. Misslungen, verdammt. Das heißt... Oh, schöne Landung. Und da fällt sie. Eine Ewigkeit später. Muss ja ein bisschen spannend sein, ne? Ja. Na genau, das Zwischenfenster erwischt. Zack. Okay, ganz rechts und dann links. Okay, macht das. Ja, ja, ja. Wow! Das war ein geiles Bild. Das könnte man als Thumbnail fast nutzen. Oh ja. Du warst gerade mitten im Feuerwerk in dem Moment. Hab ich gesehen, total gut. Oh, da bin ich wieder. Und mein Auto ist kaputt. Na, das sind Beschleunigungslöcher. Wow. Okay. 3 zu 1, das lassen wir uns nicht gefallen. Hilfe. Muss hier weg. Bei Schnee. Lol. Oh, 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 oh. Na, ach, nach unten, okay. Gut, tschüss. Ach, der ist unten. Und hey. Abwärts. So, dann wollen wir das mal. Jetzt sind wir wieder in der Gäste, in orangen Wallride, oder? Da bin ich mir noch nicht so ganz sicher. Der Punkt ist immer auf dem Boden, okay. Aber. Ja. Wo? Das heißt, wir müssen irgendwo hier rausfahren. Vielleicht hier durch die schwarze Tube. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Na, ich glaube, ich habe das gerade schon ge. Nein! Wow. Oh lol. Ui. Okay, das. Ach, da ist eine Lücke. Ja. Mensch. So, jetzt müssen wir wieder rein. Ja. Nein! Schön, auf dem Hinweg hat es nicht geklappt, aber auf dem Rückweg war die Auslösesequenz da. Wunderbar. Und so. Okay, hier ist auch eine Lücke, wo man runterfliegen kann. Ja, das habe ich eben auf dem Hinweg hinbekommen. Alles klar. Wieder dreh ich mal. Ach, hab ich einen Platten oder? Ja, ich habe einen Platten, deswegen. Wow. Jetzt ist der Punkt da außerhalb. Okay. Das riecht doch danach, als ob er. Das ist aber jetzt eine böse Stelle. Da respawn ich mir mal. Brauche ich ganz. Hast du Probleme? Nein. Nein? Alles gut. Wow, ist das, schwer. Und da waren die Annäherungsminen. Verdammte Scheiße. Ich bin mir keiner Schuld bewusst. Wow. Wo muss ich jetzt hin, ist die Frage. Der Punkt soll oben sein. Was ist das schwer? Okay.
Okay, der Punkt ist oben. Hier oben? Auf der Tube oder? Dann machen wir mal den Kreisel. Ja, und wir haben den Punkt eingesammelt. Wunderbar. Respawn! So, jetzt. Ach, Scheiß, wo sind jetzt hier? Da hin. Oh! Oh, oh. Ich weiß nicht, wie du da hingekommen bist, aber du musst erstmal in die Tube, sei es der Punkt. Lol. Nee, mein Punkt ist jetzt genau bei dir. Oder auch nicht. Der Punkt war übrigens, links kannst du rausfahren, da kannst du in die Tubes reinfahren. Ach so. Wenn, dann machen wir es richtig, genau wie ich. Weil es eine sauschwere Einfahrt, da musst du genau fahren bei dem Glatteis. So, ich schätze mal, ich muss hier jetzt lang. Was erwartet uns hier noch? Jetzt dahin oder da ist der Punkt. Die Frage ist... Okay, es geht wirklich nur von oberhalb, weil man kommt nicht da in die Tube sonst rein. Okay, dann... Ja, aber mein Punkt war genau oben auf der Tube. Da, wo du halt auch warst. Ja, aber ich wollte trotzdem, dass du den gleichen Weg fährst wie ich. Okay. So. Okay, hier ist der nächste Punkt. Und da hinten kommt schon das Ziel. Dann warten wir hier mal einen kleinen Moment, damit wir in Richtung Ziel fahren können, was uns erwartet. Also, ja. So, Freunde, da ist sie endlich und das heißt, wir können jetzt weiterfahren, gemeinsam in Richtung Ziel machen und gucken, was uns erwartet. Okay, dann kannst du gerne probieren, ich blinke. Ich wusste, dass sowas kommt. Oh Mann, oh. Und los geht's. Mal schauen, was uns erwartet als Troll. Oh, der ist doch aus. Wow. Ich hätte nicht gedacht, dass sie doch so schnell hochgeht, die Bombe, wenn ich hier losfahre, gerade frisch. Jede Menge Aussortierer. Ja, ich merke schon. Ah, Junge, beim Schiss. So schwer die Rolle zu fahren. Und komm jetzt. Du musst beim Speed echt abbremsen. Ja, ich sehe schon, das scheint eine kurze Plattform zu sein. Das schießt dich komplett raus. Ja, das sind halt solche Troll-Maps, das heißt. Eigentlich müsste man das erkennen. Boah, selbst wenn du bremst auf Schnee, Okay, ganz langsam fahren. So, dahinter ist das Ziel. Das heißt... Okay, hier geht's nicht lang. Das ist auch natürlich interessant. Das ist die Frage. Wir müssen dahinter. Ich frag mich, ob das... Vielleicht kann man da so rüber jumpen. Ja, ich probier's gerade. Wow, ja, das geht. Huh, Glück gehabt. Okay. Mal ganz langsam in Richtung Ziel. Okay, hier kann man schön locker fahren. Ganz langsam. Okay, das ist eine ganz offene Plattform. Wunderbar. Was ist das jetzt hier? Verarscht? Okay. Und perfekt rein. Wunderbar. Puh. Yay. Und diesmal auch richtig gesprungen. Wir haben ja das letzte Folge gelernt. Ja, so meine Freunde. Ich hoffe, es hat euch wieder Spaß gemacht. Wenn ja, lasst gerne ein Like und einen Daumen da. Und dann würde ich sagen, bis demnächst, euer Anime-Fan.